Hallo, ich grüße euch zur Fortsetzung. Leider war der Akku leer und da musste ich erstmal unterbrechen. Also, nochmal den Gedanke. Entscheidend für die Beurteilung, ob etwas staatlich ist oder nicht staatlich, ist der Stichtag. Und der Stichtag ist der 28.10.1918. Wie kommen wir zu dem Beschluss? Hängt folgendermaßen zusammen. Man muss beurteilen für die Staatseigenschaft, wann war der Staat im vollen Umfang souverän und wann war er nicht mehr souverän, also hat ein Fremdeingriff stattgefunden. So, unstrittig von allen Seiten ist, dass der Staat bis zum 27.10.1918 seine Staatsgewalt ausgeübt hat. Sicherlich gab es Kritik, gibt es in anderen Staaten auch. Nicht immer alles lief rund, ist auch kein Problem. Aber bis zu dem Tag hat der Kaiser bis Ablauf 23:59 Uhr die Staatsgeschäfte noch selber geführt. Und es gibt auch kein Problem damit. Am Folgetag hat eine Sitzung stattgefunden, wonach durch Selbstermächtigung eines Max von Baden ein Eingriff in die Souveränität des Staates erfolgt ist, weil Max von Baden an dem Umsturz vom Kaiser bzw. deren Vorbereitung beteiligt war. Und ihn hat man gesagt, da macht er jetzt mal den Reichsverweser, damit wir die Gesetze ändern können, ohne dass der Kaiser gefragt wird. Also der Kaiser wurde sozusagen durch die Selbstermächtigung Max von Badens übergangen. Und damit haben wir eine Fremdbestimmung. Und genau dann, wenn die Fremdbestimmung einsetzt, nämlich genau durch das Einsetzen dieses angeblichen Verwesers, wird die Staatlichkeit aufgehoben. So, und der Kaiser hat sozusagen nie wirklich abgedankt, weil er hat absichtlich auf der Abdankungsurkunde einen Siegelbruch begangen und hat auch anders unterschrieben, als er sonst unterschreibt, damit wir das merken, dass er mit Waffengewalt bedroht worden ist. Es gibt auch geschichtliche Zeugnisse, dass er nicht freiwillig zurückgetreten ist, sondern dass man ihn gezwungen hat. Also man wollte ihn dann umbringen. So, und einer Geisel ein Schriftstück unterzuschieben, nur damit die irgendwas bestätigt, also eine rechtmäßiges Übergabe von Eigentum oder so, kann niemals rechtskräftig werden. Das ist ein Raubüberfall und Max von Baden hat das gewusst und hat ja auch den Kaiser gewarnt, weil er wollte ihn zwar entmachten, aber er wollte nicht, dass er umgebracht wird. Das muss man klar unterscheiden. So. Insofern hätte er vielleicht strafmildernde Umstände verdient. Aber hat sich trotzdem des Hofrats schuldig gemacht, denn er hat durch sein Wissen und durch seine Beziehungen und durch Vertrauensbruch überhaupt es geschafft, dass Teile der SPD den Staat aufbrechen konnten. So. Und jetzt muss man überlegen, warum und wieso ist jetzt der 28.10.1918 so ein entscheidendes Datum? Ihr wisst ja, wenn Vorgänge nicht ordnungsgemäß gelaufen sind, spricht dann von einer Diskontinuität, bis sie dann wirklich behandelt werden. Und die Behandlung ist erst möglich, wenn man das Protokoll vom 28.10. durch eine neue Verweserwahl fortsetzt. So, dazu wäre es nötig, dass das deutsche Volk eine Verweserwahl durchführt, genau mit den Regularien, die am 28.10.1918 gegolten haben. Und zwar unbeachtlich der Tatsache, dass heute in der Bundesrepublik oder in der EU oder in der weltweit ein anderes Wahlverfahren üblich ist. Andere Völker machen ein normales Referendum. Bei uns ist es nicht möglich. Wir müssen zunächst einen Verweser wählen. Und zwar aus folgendem Grund. Die Besetzung Deutschlands kann nur durch einen Friedensvertrag wirklich endgültig beendet werden. Und der Einzige, der den Friedensvertrag unterschreiben darf, ist der Verweser. Denn der Kaiser hat sich durch eine Verfügung vorbehalten, den Ersten Weltkrieg selbst zu beenden. Das heißt, es kann, Moment, muss ich mal gucken, ja, es kann nicht sein, dass irgendjemand sich sozusagen in irgendeiner Kneipe zusammenhockt, irgendeine Notwahl macht, weil er denkt, er wird jetzt dadurch Verweser, wird er nicht. Sondern eine Verweserwahl ist immer etwas extrem Öffentliches. Also wo ein ganzer Stadtteil, ein ganzes Dorf, ein ganzer Wahlkreis, das ganze Land aufgerufen ist, einen lokalen oder einen flächendeckenden Verweser zu wählen. So, dass in Deutschland immer noch Leute noch nicht begriffen haben, wie unser Staat heißt und wie die Staatsflagge aussieht, ist es die Wahrscheinlichkeit gering, dass es zu einer Verweserwahl flächendeckend kommt. Aber es gibt Gemeinden, die komplett verstanden haben, was in dem Staat korrekt ist und was nicht korrekt ist. Und die würden gerne autark sein. Also die würden gerne einen lokalen Verweser wählen, der für ihre Rechte eintritt. Und zwar nach dem kaiserlichen Notstandsrecht. Und wenn diese Gemeinde aktiviert wurde, und zwar, dass alle Bewohner eingeladen wurden zur
zu einem Referendum zur Gründung einer Wahlkommission. Es ist zwingend nötig, dass die Wahlkommission durch ein Referendum eingeführt wird. Und zwar aus folgendem Grunde. Wenn man eine Wahlkommission einfach nur durch Bestimmung wählen würde, also sagen wir, du machst das, du machst das, du machst das, kommen wir aus dem Vereinsrecht nicht raus. Ne? Ein staatliches Recht ist, wenn alle gefragt werden, die Personen sind vertrauenswürdig, um zu entscheiden, ob unsere Abstammungsurkunden nach Rustag korrekt sind oder nicht. So, und wenn sie korrekt sind, dann darf man natürlich auch amtliche Ausweise ausstellen. Und diese Wahlkommission kann direkt im Notstandsrecht des Kaisers von 1914 arbeiten. Warum ist das so? Na, ihr müsst euch vorstellen, genau am 28.10. ist zum Beispiel die Amtsstube von dem Amtmann überfallen worden. So, der Amtmann wurde niedergestochen, erlag seinen Verletzungen. Und jetzt muss das Leben der Gemeinde weitergehen. Und deswegen gibt es die Notstandsgesetzgebung. Die Notstandsgesetzgebung des Kaisers sind mehrere einzelne Verordnungen, die von 1913 angefangen bis 1914 in lauter kleinen Verfügungen komplettiert worden sind. So. Und zusammenfassend kann man sagen, dass derjenige, der vor Ort den Notstand, der dadurch entstanden ist, dass der Amtmann umgebracht wurde, ich mach's mal klein, damit ihr es versteht, dann muss doch zunächst das öffentliche Leben weitergehen. Also es muss das Leben organisiert werden. Und deswegen wird zunächst mal ein Notstandsleiter tätig. Also der sagt, was man oft, du sparst jetzt hier mal den Tatort ab, ihr geht ja alle erstmal raus, damit ja keine Spuren verwischt werden. Und wir versiegeln das jetzt erstmal, bis der entsprechende Polizei oder die Spurensicherung da ist. Und das ist die Aufgabe eines Notstandsleiters. So, und dann wird der Tatort untersucht und die Beweise gesichert und so weiter. So, und dann kann im Prinzip der Leichenwagen anrücken, kann den raustransportieren. Aber es muss ja dann trotzdem erstmal weitergehen. Es müsste ja erstmal wieder ein neuer gewählt werden. Also macht der Notstandsleiter erstmal weiter. Und seht zu, überall Aushangtafeln, lädt die ganze Ortschaft, den ganzen Wahlkreis ein, mit einer Aussage, wir müssen wieder einen neuen Amtmann wählen. Und der Amtmann im Kleinen ist im Prinzip das Gleiche wie der Verweser im Großen. Hat die gleichen Rechte, aber eben nur bezogen auf sein Gebiet. So, da müssen alle eingeladen werden. Für die Wahl entscheidend ist aber nur die nach kaiserlichem Wahlrecht Wahlberechtigt sind, also über 26 Jahre männlich. Die anderen sollten aber aus statistischen Gründen mitgezählt werden. Also da kommen sozusagen die Männlichen außerhalb der Altersgrenze in eine extra Urne, die Frauen in eine extra Urne. Und die, wo wir gar nicht wissen, ob sie zu Rustag gehören oder nicht, auch getrennt. Denn nur mit gültigen Dokumenten darf man an dieser Wahl teilnehmen. Und wer es nicht schafft, die Abstammung sauber zu beweisen, muss ja zunächst erstmal die Unterlagen erbringen. Wenn er das aber bis zur Wahl nicht erbringen kann, kann man seine Stimme auch nicht zählen. So, und aus diesem Grund muss jedem klar sein, wie die Wahl vorzubereiten ist. Also, dass jeder seine Abstammung nachweist bis vor den 22.07.1913. Also die väterliche Linie durchgehen, genauso wie es im Rustag drinne steht. Das Rustag wurde nicht aufgehoben. Es ist eine Lüge, dass das Rustag ungültig oder aufgehoben wäre. Dass der Bund für seine eigene interne Verwendung das Rustag nicht beachtet, ist sein Problem. Er wird doch dafür bestraft werden, wenn er andere irre führt. Das Rustag kann nur der Kaiser aufheben oder sein Verweser. Und das wird er nicht machen. Der Verweser sägt sich nicht selber den Fuß weg. So, das Rustag hat nach wie vor Gültigkeit und wird ja auch beachtet. Deswegen ist er auch im neuen Stuck wieder dieses Ausfertigungsdatum drin. Es gibt nur Leute und irgendwelche Vereinigungen, die hier Dreck unter dem Lehm mischen und uns irre machen. So, also zum Beispiel eine Gemeindegründung mit einem Stuck machen, das kann nicht funktionieren, weil das Stuck ist ein Hochverratsdokument, nichts anderes, es hat nichts mit der Staatsangehörigkeit zu tun. Das Stuck verrät die Autorität des Staates, weil der Staat ist der Einzige, der legitimiert ist, jemanden einzubürgern. Niemand anders darf das. Wenn die Bundesrepublik als Firma in die Firma jemand einbürgert und damit Wahlen veranstaltet und damit die Kontrolle über den Staat übernimmt, machen sich Hochverrats schuldig. Und jeder, der daran beteiligt ist. Der Staat ist nach wie vor der Kaiser. Wenn er nicht handlungsfähig ist, ist es unser Problem, auf Grundlage der Menschenrechtskonvention eine Körperschaft zu wählen, die gesetzlicher Gesetzgeber ist. Steht ganz klar drin. Und genau das müssen wir machen. Und da gibt es gewisse Formvorschriften, die einzuhalten sind. Und die Wahlkommission, die muss prüfen. Und da sollten mindestens 10, besser vielleicht 12 Personen das gleiche Dokument angeguckt haben und geprüft haben, ob das alles korrekt ist.
Und zwar genau auf den Stichtag vom 28.10.1918. Dessen Grenzen sind anzugucken, dessen Dokumente und Verfahrensweisen sind anzugucken. Es spielt keine Rolle, was davor war und was danach war. Es entscheidet einfach der Folgetag, nachdem der Amtmann umgebracht worden ist. Um es im Kleinen zu verstehen. Nein. So, und das muss man verstanden haben und das muss man auch fortsetzen. So, ich muss mal kurz unterbrechen.